Hallo, grüß euch. Heute ist Sonntag und es schneit. Aber wie? Ich war jetzt gerade außen, jetzt fetzt es so richtig an, das taugt mir. Und jetzt mache ich noch schnell Vanillegipfel. Das sieht mir jetzt total an, weil es so schneit. Und zwar habe ich da einen Tag gemacht. Ich sage das ganz ehrlich, ich habe jetzt ja Weihnachten, weil ich mache relativ viele Kekselsorten, eine Sehnenscheidenentzündung vom Tag kneten. Heuer habe ich jetzt die KitchenAid geht auch gut, aber was ich so gerne mag beim Mürbeteig, das ist natürlich, wenn du eine ganz eiskalte Butter dazu tun kannst. Weil nachher kann dann nie passieren, dass er brandig wird, also dass er einfach zu warm wird. Thermomix ist ein Traum, also zum Tag machen. Überhaupt der Vanillegipfeltag, der ist bei mir ohne Ei. Und nur Butter, Mandeln, Stabzucker und Mehl. Und da muss ich sagen, da ist ja relativ schwierig zum Zusammenkneten. Nur wenn man ihn einmal zusammenkneten hat, dann geht er eigentlich recht gut. Ich habe mir jetzt so eine Stunde ungefähr in den Kühlschrank gehabt. Und jetzt versuchen wir Vanillegipfel zu machen. Ich tue immer den Rest in die Folie rein und wieder in den Kühlschrank, dass er nicht zu warm wird. Weil wenn er zu warm ist, nachher gehen die Gipfel nicht. Immer im Tag, wenn er vom Kühlschrank rauskommt und er ist total hart, einfach durchkneten. Und jetzt mache ich so eine Rolle. Das wird wahrscheinlich schon ein bisschen brüchig sein, bis er ganz die richtige Temperatur hat. Einfach allem wieder so ein bisschen zusammenkneten. Und dann geht es eigentlich rucki zucki. Ich muss sagen, die Vanillegipfel gehen eigentlich immer am schnellsten. Ich habe das Backerl, ich tue die Keks nicht auf Heißluft, ich mag nicht zwar Blech rein und ich mag es auch nicht auf Heißluft. Ich bilde mir ein, dass die Keks ein bisschen saftiger bleiben, nicht so trocken sein, wenn man es oben und unter Hitze macht. Ich habe jetzt also eine Rolle gemacht, das seht ihr. Ich hoffe, man sieht es. Und da tue ich so Dinge anschneiden. Und dann probiere ich einmal, ob. Die tust du meistens ein bisschen dünn. Super. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich mag kleine Gipfel. So riesengroße Vanillegipfel mag ich nicht. Da kann man jetzt einfach so ein bisschen zusammendrucken und dann geht es schon wunderbar. Falls das es noch einmal ein bisschen bricht, einfach ein bisschen zusammentun, noch einmal kurz rollen. Und zack, geht schon dahin. Ein bisschen auseinander, weil sie werden noch ein bisschen größer. Ein bisschen, viel nicht. Wenn es die richtige Temperatur hat, dann geht der Tag super. Sie könnten eh noch ein bisschen kleiner sein, aber es geht. Machen wir es ein bisschen dünner. Einfach so ein bisschen zusammendrucken, dass er sich verbindet. Und was ich noch sagen wollte, ich nehme zum Keksbacken nur Butter. Richtige Butter, ja, keine Margarine. Ich muss sagen, es ist so wahnsinnig viel Arbeit, das Keksbacken, dass man das eigentlich laut tut, wenn man schlechte Zutaten hat. Ich kaufe auch nur gute Mandeln und gute Nüsse, also nichts Billiges oder vielleicht schon gar schon ranzig oder was. Sondern ich nehme wirklich die besten Zutaten, weil es ist wirklich viel Arbeit und wenn es noch nicht schmeckt, dann hat man überhaupt nichts davon. Schau, die sind jetzt ein bisschen kleiner. Man kann auch, wie gesagt, immer bei der Hälfte Zeit, ich schaue jetzt halt genau auf die Uhr, bei der Hälfte Zeit, wenn man sieht, dass das Backerl hinten ein bisschen brauner backt, das backt nämlich das meine auch, einfach das Backblech bei der halben Zeit einfach umbrennen. Ich hoffe, ihr habt es jetzt gesehen, einfach die Spitzen ein bisschen dünner machen, wie in der Mitte. Eigentlich geht es rucki zucki, muss ich sagen. Da ist es jetzt ein bisschen. Das muss man selber sehen. Zack, zack, zack. So, ich mache jetzt die ganzen Vanillegipfel im Bachsee. Und wenn ich das erste Blech raus tue, nachher, ich richte mir einen Stabzucker und ein Vanillezuckergemisch,
Da gibt es auch kein Rezept dazu. Da tut man einfach einen Stabzucker in eine Schüssel rein. Vanillezucker so viel, wie man mag. Sie sollen schon gut nach Vanille schmecken. Und sage euch den aber, die muss man heißer wälzen im Vanillezucker, sonst hebt der Zucker nicht mehr. Ich melde mich, wenn ich das erste Blech heraus habe. Viel Dank dabei. So, da bin ich wieder. Ich mag die Kekse immer ein bisschen braun. Das muss ich jetzt dazu sagen, wer helle Kekse will, der muss sich halt ein bisschen früher ausdrücken. Die sind jetzt recht schön geworden. Ich habe jetzt da Stabzucker und Vanillezucker gemischt. Bitte tut es durchsalben, dass keine Klumperl im Stabzucker drin sind, weil das merkt es bei den Keks. Die werden nicht schön, wenn sie sich... Und ganz vorsichtig, das Blech ist heiß, es wird es jetzt nicht sehen, ich tue es jetzt da. Ganz vorsichtig wälzen, dann brechen sie euch nicht. Gerade nicht zu wild angreifen, weil sie sind schon sehr mürb und sehr empfindlich. Aber ich finde immer noch, ganz ehrlich jetzt, die Vanillegipfel in Tag ohne Mehl, Entschuldigung, ohne Ei, finde ich einfach am allerbesten. Ich habe jetzt da Mandeln dazu tun. Das könnt ihr jetzt tun, wie es wollt. Mandeln, Haselnüsse. Ich nehme zum Beispiel bei die Keks zum Backen immer die gerösteten Haselnüsse. Ich finde einfach das Aroma von denen besser. Und dann sehe ich auch bei meinen Gipfeln, da ist nicht jetzt gleich. Das muss auch nicht sein, das ist Handarbeit bitte. Weil sonst kann ich mir Maschinengipfel auch kaufen. Das ist halt so, dass man nicht alles gleich anschneidet und dass nicht jetzt Gipfel gleich ist. Aber macht sie sich klein, weil sie es eh, ich habe wirklich kleine auch gehabt und die gehen ganz schön auseinander. Also ich darf jetzt schon eher kleine machen. Von einem Viertel Kilo Mehl werden es gute zwei Blechgipfel. Jetzt könnt ihr euch das aussuchen, ob es genug habt. Und wenn sie alle fertig sind, dann zeige ich euch, wie viel es sein und wie sie ausschauen. Viert euch dabei. Hallo, da bin ich wieder. Vanillegipfel sind fertig. So viel sind es von einem Viertel Kilo Mehl. Das könnt ihr eh dann selber ausdenken. Macht es von einem halben Kilo oder von einem Viertel Kilo Mehl. Das ist jedem selber überlassen. Ich mache ja sicher, ich weiß nicht, wie viel ich heuer mache, aber normal mache ich so 18, 20 Sorten. Und da reicht mir immer die Menge. Obwohl die kann nicht mehr, die habe ich für einen Weihnachtsmarkt gebacken. Aber ist total schnell gegangen, rucki zucki. Ich meine, ich habe um 5:30 angefangen und jetzt ist es 6:50 und habe die Kuchel und alles schon aufgeräumt. Also es ist, Vanillegipfel gehen eigentlich am schnellsten. Ich sage euch jetzt noch einen schönen Abend. Fangs und Keks machen, wenn es außen schneit. Danke fürs Zuschauen und viertag bis zum nächsten Video. Gell?